Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Wild Shade und zu einer neuen Season, die dieses Mal ein paar Rennen drin hat, die eher weniger Punkte drin haben. Also momentan sieht man, dass doch das... okay, es sind noch nicht so viele Punkte da. Aber man sieht auch, dass die Punkte dadurch deutlich niedriger sind. Und ich bin auf jeden Fall mal wieder am Züchten. Und ich überlege gerade... Oh. Moment. Das hat doch... Ah, nein, ich dachte, es hat dieses Halbface. Hat es aber nicht. Wir gucken mal gerade. Oh, das ist mega schön. Fliegenschimmelfellmuster. Das ist wirklich schön. Was haben wir hier? Ich überlege gerade, was wir kombinieren könnten. Wir könnten mal gucken, ob wir vielleicht ein weißes Pferd hinbekommen. Also ein Schimmel mit Regenbogenmuster. Generell mehr Rainbow Eyes for the win. Also entweder nehmen wir das hier als Ausgangszuchtpferd. Oder wir nehmen... Wir haben das ja mit den Katzenaugen. Ich würde fast sagen, wir nehmen das hier, weil es hat noch dieses... Ich glaube, das hier hat noch dieses Winter... Nee, es hat nicht mehr das Frostbite-Muster. Okay, also wir bräuchten... Oder das hier. Das hat dann entweder Rainbow oder Cat Eyes. Ja, wir machen mal so, weil dann könnte auch theoretisch ein blaues mit Cat Eyes rauskommen. So, ja. Und wir haben ein blaues mit Cat Eyes. Das sieht eigentlich ziemlich cool aus. Behalten wir mal. Wir können ja mal gucken, ob wir dafür nicht auch noch eine schöne Färbung hinbekommen. Aber bei den Pferden schauen. Hier haben wir Ash Fancy. Übrigens, falls ihr euch fragt, also die Mähne ist immer, die rauskommt, ist eigentlich ist immer diese Standardmähne. So. Frisur. Ich glaube sogar, dass die Frisur bei dem am coolsten ist. Hier gucken wir uns die Haarfarbe an. Das ist auch gar nicht so schlecht. Aber ich glaube, fast das hier von denen, die wir haben, ist am coolsten. Ich guck mal gerade, ob wir eine andere haben, die irgendwie interessanter ist. Puh, die ganz blaue für 1800. Oh nee, das ist ein bisschen zu heftig. Oh mein Gott, das schaut krass aus. Das ist so krass von der Färbung her. Ich finde das hier auch gar nicht so schlecht. Das hier hat tatsächlich, glaube ich, sogar dieses Lila, hat echt Stil. Noch mal ein bisschen weiter. Hier haben wir jetzt die... das ist auch nicht so schlecht. Oh, nee, das mag ich gar nicht. Okay, ich würde sagen, wir nehmen erstmal... Nehmen wir das, was wir haben. Das ist dieses Türkise. Und dann gucken wir einfach mal, wie sich das Ganze macht. Aber von der Art her... Gefällt es mir richtig gut... Diese fiesen Schneeleopard-Augen, ey. Krass. Gucken wir mal so an. Also Ash Fancy. Ja, gefällt mir gar nicht schlecht. Mal gucken, was man da noch für einen Namen hat. Wir haben jetzt die Fellfarbe Frostbraun und eben Schneeleopard-Augen. Ich überlege gerade, welchen Namen wir ihn am besten geben. Ich bin ja immer so für Einzelnamen.
Wir bräuchten irgendwas, was so ein bisschen evil klingt. Starburst. Oh mein Gott, man kann tatsächlich einen richtig langen Namen haben. Wir nennen ihn Starburst Firecracker. Was ist sein Name? Okay, ist ein Working-Titel. Lassen wir erstmal das Pferd von der Leine. Und, wir haben übrigens auch verschneites Dorf wieder hier, auch wenn es gerade nicht in der Rotation ist. Und Urlaubsinsel tatsächlich, also ich muss sagen, von den Strecken mag ich ehrlich gesagt keine wirklich so gerne. Also ich persönlich finde von denen noch die hier am angenehmsten. Das sind halt Strecken, die haben von der, wie man halt sich bewegen muss auf den Strecken, halt echt ein blödes Routing, finde ich. Also es ist nicht so mein Favorite, aber lassen wir uns mal kurz unser Pferd hier in Bewegung sehen. So, und zwar in Urlaubsinsel. Übrigens lasse ich das gerade über einen Emulator laufen, deswegen auch diese Lags hier am Anfang, wenn es wo es in die Runde reingeht. Das ist irgendwie beim Emulator so ein Ding. Fragt mich nicht, warum das so ist. Es ist irgendwie über den Emulator. Ihr seht auch unten immer die FPS-Zahl. Die droppt halt gerade immer in dem Bereich halt. Also der Emulator ist immer so ein bisschen... Deswegen, also heute mal über den Emulator. Gerade wenn wir jetzt so ein Pferd... Ihr seht gerade, wie es über den Emulator immer so ein bisschen tricky ist. Irgendwie, die Musik von der Welt ist nice. Oh, ach Gottchen. Es passiert mir übrigens sau oft, dass ich aus Versehen einen Wirbelwind losjage. Ich muss ehrlich sagen, ich achte auch jetzt nicht hundertprozentig hier gerade auf das Routing, weil wir sowieso hier gerade das Pferd leveln. Deswegen drifte ich auch jetzt gerade nicht so. Das ist nämlich beim Emulator auch so ein bisschen tricky mit dem Driften. Eieiei. Ja. Ja, dafür habe ich diese schwarzen Balken nicht, die man in der Handyaufnahme hat. Könnt ihr mir auch gerne mal reinschreiben, was für euch angenehmer ist. Also ich finde halt, gerade wenn ich so ein Pferd so einfach so level, oder wenn ich nicht gerade auf Speed reite, finde ich es über den Emulator angenehmer. So würde ich es auch momentan so ein bisschen handeln, dass wir sagen, okay. Das ist übrigens auch so die Mischung von dieser Sonnenküste. Halt ein bisschen andersrum und ein bisschen verändert, aber an sich ist das die Sonnenküstenwelt. Ich habe ernsthaft viel getroffen dabei. Lol. Komm, jetzt hier. Ah. Wenn ich hier jetzt einen Speedboost gehabt hätte, oh mein Gott, wäre das geil. Einfach durchrasen durch beides. Ich mag die Musik der Strecke, ist echt schön gemacht. Und mag auf jeden Fall hier mein neues Pferd. Und da wir jetzt gerade leveln, geht es ja sozusagen eh nur so ein bisschen um die Punkte. Also wir möchten einfach schön Level machen. Das ist ja der einzige Plan daran. Dann können wir mal gucken. Die ersten Level gehen halt echt super schnell da immer. Uff. Krasse Beschleunigung und Geist. So. Aber ihr könnt mir ja gerne mal sagen, wie euch mein neues Pferd gefällt. Und dann werde ich mich noch ein bisschen ans Leveln davon machen. Sag aber schon mal danke fürs Zuschauen und euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. I gave it time, 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 all of my time, time, time. Now my mind's lost in its thoughts. I want you, you, you.